Wir müssen uns jetzt in diesem Video über einige Strukturaspekte von Client-Server-Systemen unterhalten, insbesondere über Struktur des Servers. Dabei reden wir vor allen Dingen über zwei Aspekte. Erstens die Art und Weise, wie wir einen Serverprozess überhaupt aktivieren, zum Laufen bekommen. Und zweitens, wie finden wir eigentlich einen korrekten Serverprozess, der zu unserer Anfrage passt. Der erste Punkt hat damit zu tun, wie führen wir einen Serverprozess eigentlich aus, wie strukturieren wir einen solchen Prozess. Dazu möchte ich Ihnen mit Ihnen eine kleine Skizze durchsprechen. Die einfachste Idee, wie Sie einen Serverprozess strukturieren können, ist die, die wir aus den bisherigen Folien schon kannten. Sie haben einen Serverprozess. Ich hoffe, Sie können meine Handschrift lesen. Ich vereinfache hier etwas das Wegzeitdiagramm, das Message Sequence Chart. Wir haben hier einen Prozess, es kommt eine Anfrage eines Klienten, einen Request, den verarbeiten wir hier und wir schicken irgendwie einen Reply zurück. Das ist ja die Grundidee. Was passiert jetzt interessanterweise, wenn Sie einen Request hier haben, mit der Verarbeitung beschäftigt sind? Irgendwann würden Sie hier einen Reply zurückschicken. Und während Sie dies tun, kommt hier ein weiterer Request möglicherweise von einem anderen Klienten an. Naja, in dem einfachsten Modell, Sie haben hier keine großen Optionen. Der Serverprozess kann eine Aufgabe zu einer Zeit abarbeiten. Das heißt, Sie müssen diesen Prozess in eine Warteschlange legen und diese Anfrage in eine Warteschlange legen. Irgendwann hier sind Sie in der Lage, diese Anfrage abzuarbeiten und Sie schicken hier die Antwort. Sie schicken hier die Antwort zurück. Schön, das kann man natürlich machen. Vielleicht sollten Sie hier mal kurz auf Pause bei der Wiedergabe des Videos drücken und sich überlegen, unter welchen Aspekten diese Struktur eines Servers nicht optimal ist. Wo verlieren Sie hier möglicherweise Leistungsfähigkeit? Und wenn Sie jetzt auf Pause gedrückt haben, dann sollte Ihnen aus der SSSP oder einer anderen Betriebssystemvorlesung aufgefallen sein, dass hier zwei wesentliche Probleme existieren. Die Probleme können entweder sein, wenn Sie mehrere Cores haben oder mehrere Prozessoren, die Sie hier nicht ausnutzen. Und das zweite Problem wäre blockierende I/O, wenn Sie bei der Bearbeitung der Anfrage auf Hintergrundspeicher zugreifen müssen, dann würde das Betriebssystem Ihren Prozess blockieren, aber Sie könnten möglicherweise schon mit der nächsten Anfrage weitermachen, während das Betriebssystem noch damit beschäftigt ist, die Daten, die Sie für die blaue Anfrage brauchen, von Platte zu lesen, könnten Sie schon die rote Anfrage bearbeiten. Das können Sie jetzt durchaus auch noch lösen. Das zweite Problem des blockierenden IOs können Sie auch noch mit einem einzigen Serverprozess lösen. Die kommen in andere Programmiermodelle, sie machen nicht blockierende IOs, sie machen ereignisbasierte Programmiermodelle. Aber das ist meistens nicht unbedingt einfacher. Und mit mehreren Cores können sie trotzdem noch nicht vernünftig umgehen. Das heißt, wir müssen uns ein anderes Modell überlegen. Und das erste Modell, das Ihnen natürlich aus einem Betriebssystemkontext einfällt, ist zu sagen, Sie machen mehrere Prozesse, die sich um die Abarbeitung von Anfragen kümmern. Und das einfachste Modell, das zu tun, ist zu sagen, Sie haben einen Master-Server und mehrere Worker-Server. Ich kürze das hier etwas ab. Sie haben N Worker-Server und das würde dann so aussehen, dass der Master-Server, ich schreibe hier mal M, nur noch die Aufgabe hat, die Anfragen entgegenzunehmen. Dann einen Worker starten kann, der die eigentliche Abarbeitung durchführt und im einfachsten Falle vielleicht das Ergebnis direkt an den Klienten zurückschicken kann. Und wenn wir jetzt hier in der Situation zurückschicken kann und sich danach beendet. Wir brauchen ihn nicht mehr, hat seine Aufgabe getan, der Worker kann gehen. Wenn wir dann also eine nächste Anfrage bekommen, müssen wir wieder einen neuen Worker-Prozess starten, der sich um die Anfrage kümmert, sie irgendwann das abgearbeitet haben wird und das Ergebnis zurückschicken wird. Wenn jetzt parallel hier eine zweite Anfrage kommt, von
möglicherweise einem weiteren Klienten, dann haben wir ja zwei Prozesse schon laufen. Das heißt, unser Masterprozess kann weiterlaufen. Er kann hier einen weiteren zweiten Worker starten, der diese Anfrage abarbeiten wird. Und wenn wir Glück haben, haben wir eine Maschine mit mehreren Cores, sodass das nicht nur nebenläufig, sondern echt parallel passiert. Und Sie würden hier die Anfragen zurückschicken. In jedem Fall würden auch diese Prozesse sich hier selbst terminieren. Ich werde jetzt hier vielleicht in Zukunft nur noch ein vereinfachtes Symbol für den Totenkopf malen, damit das hier etwas schneller geht. So, das heißt, wir haben hier eigentlich, müsste ich hier präziserweise schreiben, bis zu n Serverprozesse, bis zu n Worker-Server, da die ja nicht unbedingt gleichzeitig existieren. Wo ist der Nachteil dieser Struktur? Auch hier überlegen Sie kurz. Der Nachteil dieser Struktur ist natürlich, dass hier an dieser Stelle Zeit verbraucht wird. Es entsteht Aufwand durch den wiederholten, durch den Start eines Prozesses. Das ist ein aufwendiger Prozess. Sie erinnern sich an die Betriebssysteme. Es ist ein aufwendiger Prozess, eine aufwendige Operation, sodass wir das hier vielleicht vermeiden. Die naheliegende Idee ist jetzt hier wiederum zu sagen, wir behalten die Struktur eines Master-Servers bei. Aber jetzt lassen wir tatsächlich n Worker-Server laufen und terminieren sie nicht. Wir haben einen Pool, einen sogenannten Pool an Servern. Also wir haben einen Worker, wir haben einen Master-Server, wir haben einen Worker 1, wir haben einen Worker 2. Prozesse auf der gleichen Maschine im einfachsten Fall. Sodass wir hier, und das ist der Startzeitpunkt unseres Masters, das ist nicht das Eintreffen eines Requests. An dieser Stelle hier starten wir den Worker 1 und wir starten den Worker 2, die im Moment noch nichts zu tun haben. Typischerweise werden sie wieder eine blockierende Empfangsoperation durchführen. Hier typischerweise als IPC zwischen den einzelnen Prozessen. Das ist ja auch im vorherigen Fall schon so. Sodass, wenn jetzt hier eine Anfrage ankommt, sie durch einen IPC zu dem anderen Prozess, zu dem ihrem ersten Worker-Prozess die Anfrage übergeben. Der arbeitet sie ab, schickt die Anfrage zurück. Und wenn sie jetzt hier wieder die Situation der überlappenden Anfragen haben, dann können Sie diese leicht ebenfalls über IPC an Ihren zweiten Worker-Prozess geben, der bisher noch nichts zu tun hat. Und wie gesagt, auch hier würden Sie, wenn Sie Glück haben, die Dinge echt gleichzeitig und nicht nur nebenläufig bearbeiten können. Wesentlicher Vorteil, wir sparen uns den Aufwand hier bei jeder Anfrage, Prozesse zu starten. Wir haben diesen Aufwand nur einmal zu erbringen, nämlich beim Starten unseres Masterworkers. Was die Frage aufwerfen wird, und auf der nächsten Folie sprechen wir darüber, wann starten wir jetzt eigentlich einen Master-Server? Vorher zunächst noch die kleine Randbemerkung, aber das ist Ihnen natürlich klar. Es gibt noch die kleine Randbemerkung. Ich rede hier von Prozessen. Genauso gut kann man hier natürlich von Threads reden. Und der Trade-off zwischen Prozess versus Thread ist Ihnen ja sicherlich aus Ihrer Betriebssystemvorlesung vertraut. Ja, Sie haben die Frage des gemeinsamen Zugriffs auf Speicher im Thread-Modell versus die Unabhängigkeit der Ausführung bei den Prozessen. Das sollte Sie nicht überraschen. So. Kommen wir zurück zu den Folien. Schauen wir uns an, wie wir jetzt tatsächlich einen Master-Server zum Start bringen. Wann tun wir das? Auch da gibt es mehrere Modelle, die sich da anbieten. Das erste, einfachste Modell ist zu sagen, wir starten unseren Prozess, unseren Master-Server-Prozess, wenn wir die Maschine starten, auf der dieser Prozess laufen soll. Also wenn die Servermaschine startet, wird der Serverprozess gestartet und bleibt dann für die ganze Laufzeit dieser Maschine ebenfalls laufend. Das ist ein sogenannter persistenter Server. Das ist natürlich ein relativ einfaches Modell, das ist leicht zu realisieren. Hat den Nachteil, dass möglicherweise dieser laufende Server Ressourcen benötigt, die sie ihm gar nicht geben wollen, solange keine Dienstanfragen da sind. Die Startzeit Ihres Systems wird länger. Vielleicht wird der ja auch nie gebraucht, bevor Sie den Rechner neu booten und dann haben Sie nur nötig Arbeit hier geleistet.
Welche Ressourcen würden Sie verbrauchen für einen solchen Server, der eigentlich nichts tut, der keine Anfragen bearbeitet? Überlegen Sie wieder, ein Betriebssystem würde einen solchen Prozess ja typischerweise blockieren, das Empfangen. Der Prozess ist blockiert. Bekommt dieser Prozess Zeitscheiben durchs Betriebssystem zugewiesen? Nein, normalerweise nicht, es sei denn, Sie haben irgendwie ein komisches Programmiermodell verwendet. Speicherplatz, ja, würde Speicherplatz belegen, aber der würde letztlich irgendwann ausgeswappt werden oder verdrängt werden, die virtuellen Seiten würden verdrängt werden, sodass der Ressourcenverbrauch durch einen untätigen Serverprozess vermutlich eher überschaubar oder tolerierbar ist. Es ist eher die Startup-Zeit, die Sie an der Stelle vielleicht stört. Aber hängt sehr vom Einzelfall ab. Wenn wir also unseren Prozess erst dann starten wollen, wenn es tatsächlich etwas zu tun gibt, dann ist das auch ein naheliegendes Modell zu sagen, wenn Sie zum ersten Mal eine Anfrage für einen bestimmten Dienst sehen, naja, in dem Moment starten Sie erst den entsprechenden Master-Server, der dann vielleicht weitere Worker-Server startet. Aber dann lassen Sie den hier auch weiterlaufen mit dem Argument, er verbraucht ja dann auch keine signifikanten Ressourcen. Sie können das mischen. Sie können manche Dienste als persistente Server laufen lassen auf der gleichen Maschine. Sie können andere Dienste als erst dann starten, wenn sie angefragt werden. Und Sie können natürlich auch innerhalb eines Serverprozesses unterschiedliche Dienste anbieten. Und je nachdem, wie die Struktur Ihres Systems ist, ist das vielleicht sogar das naheliegende Modell. Also ein Prozess kann mehrere Diensttypen versorgen. Und auch hier wieder, wie wir das eben schon auf der vorigen Folie und in den Notizen gesehen haben, Sie können sich auch überlegen, dass Sie pro Anfrage jeweils den Prozess starten und dann gibt es gar nicht mehr die Unterscheidung zwischen Master und Worker. Sie starten für jede einzelne Anfrage einen einzelnen Prozess. Das kann wieder relativ teuer sein, das hängt davon ab, wie schnell Sie in der Lage sind, Anfragen tatsächlich zu starten. Und ein solcher Serverprozess würde sich wieder terminieren. Schauen wir uns zu diesen Modellen hier ein paar konkrete Beispiele an, insbesondere für die Serveraktivierung. Naja, für einen persistenten Server müssen Sie in Ihrem Betriebssystem nachschauen, in welche Konfigurationsdatei müssen Sie eintragen, welche Prozesse zum Bootzeitpunkt in welcher Reihenfolge starten. Das ist sehr Betriebssystem und sogar Variante Ihres Betriebssystems abhängig. Da gibt es so Begriffe wie Upstart, etc., initd. Schauen Sie in die Dokumentation Ihres Betriebssystems bitte nach. Das ist unmöglich allgemein zu behandeln hier. Wenn Sie nicht persistent, sondern erst bei erstem Aufruf einen Serverprozess starten wollen, dann werden Sie in aller Regel die Idee finden, dass Sie einen sogenannten Superserver haben oder einen Superserver-Daemon. Die Sprechweise Daemon kennen Sie aus dem Linux-Kontext. Ein Prozess, der startet, keine Interaktion mehr mit einem Ein-Ausgabegerät durchführt und blockiert, bis irgendwelche Anfragen an ihn gestellt werden. Ein klassischer Server. Also Super Server Daemon ist eigentlich fast redundant, aber sei es drum, es mag so heißen. Dafür gibt es verschiedene Varianten. Der Großvater all dieser Super Daemons ist vermutlich der initd gewesen, den Sie heute allerdings nicht mehr benutzen sollten. Xinitd oder launchd sind vermutlich die aktuelleren Varianten dazu. Und in diesen Konfigurationsdateien müssen Sie jetzt irgendwie aufschreiben, wie Sie eine Anfrage ansehen, durch welchen Diensttyp, durch welchen Server sie behandelt werden soll. Naja, und jetzt schauen Sie sich die Internetarchitektur an und würden vielleicht denken, naja, da gibt es doch bestimmt Namen für Dienste, die Sie irgendwo nachschauen können, und Sie werden feststellen, nein, das gibt es nicht. Die Internetarchitektur hat in ihrer aktuellen Version, die seit ungefähr 40 Jahren so ist, kein vernünftiges Namensschema, um Dienste zu benennen. Alles, was man hat, ist die Portnummer. Die Portnummer ist eigentlich was ganz anderes. Sie erinnern sich vielleicht noch aus einer Rechnernetze-Vorlesung. Die Portnummer ist eigentlich dazu da, der Netzwerkschicht zu erlauben, ein ankommendes Paket an das zuständige darüberliegende Protokoll. Die Portnummer hat eigentlich eine andere Aufgabe. Die Portnummer ist eigentlich dazu da, nachdem Sie aus der Netzwerkschicht in das Transportprotokoll gekommen sind, im Transportprotokoll, TCP, UDP oder was auch immer, das ankommende Paket an den richtigen Anwendungsprozess zuzuordnen. Es ist eine Demultiplexing-Information. Naja, in Ermangelung eines richtigen Namensschemas, um das Ihnen Dienste benennen könnte, hat man sich die Portnummer
als Krücke zu Hilfe genommen, um zu sagen, naja, Portnummer ist dazu da, oberhalb des Transports an einen Anwendungsprozess weiterzureichen. Also tun wir mal so, als sei die Portnummer der Name eines Dienstes. Das hat dann zu dieser Idee der Well-Known Port Numbers geführt, die de facto Namen für Dienste geworden sind. Das ist aber eigentlich etwas anderes. Trotzdem werden Sie so Dinge finden, dass Sie Port 80 als einen Namen für einen HTTP-Dienst als Konvention ansehen. Als lustige kleine Anekdote, wenn Sie sich die alten Standards-Dokumente des Internets angucken, die alten RFCs, Request for Comments, die de facto die Standardisierung des Internets darstellen, selbst in den allerersten RFCs, in denen das drinsteht, finden Sie Kommentare, ja, wir wissen, das ist eine Krücke und das ist jetzt ein Hotfix und ja, wir müssen unbedingt uns etwas Ordentliches ausdenken. Ja, und das ist ungefähr 40 Jahre her, sodass wir immer noch diese Krücke haben und immer noch nichts Ordentliches ausgedacht wurde. Sie sehen, Provisorien halten am längsten. Sehr schön. Also in irgendeiner Form, typischerweise durch die Portnummer, werden Sie identifizieren, dass eine Anfrage, die an diese Portnummer gerichtet ist, soll durch folgenden Prozess bearbeitet werden. Genauer gesagt, soll durch einen Prozess bearbeitet werden, der entstand dadurch, dass ich ein Programm mit folgendem Namen gestartet habe. Fußnote: In keinem Betriebssystem haben Prozesse einen ordentlichen Namen. Die haben einen Identifier, aber keinen Namen. Das ist nicht ganz das Gleiche. Naja, und das ist dann das, was dieser Superserver macht. Sie schauen sich ankommende Pakete an, die an eine Liste von entsprechenden Portnummern gerichtet sind. Sobald zum Beispiel für Portnummer 80 ein Paket eintrifft, schauen Sie in der Konfigurationsdatei nach, Prozess Portnummer 80, aha, ich soll einen Prozess starten, der heißt Apache, dann starte ich den doch mal und sorge dafür, dass in Zukunft alle Pakete, die an Port 80 gerichtet sind, direkt an diesen Prozess gerichtet werden und nicht mehr über mich den Superserver laufen. Relativ naheliegende Idee. Details hängen dann von Ihrem Betriebssystem ab. Sehr schön. Was können Sie in sowas wie dem XInit noch tun? Sie können noch Zugriffskontrolle hinzufügen, zum Beispiel dazu sagen, dass ein File-Server-Dienst nicht von bestimmten IP-Adressbereichen oder nur von bestimmten IP-Adressbereichen angesprochen werden darf, dass bestimmte Dienste nur zu bestimmten Zeiten verfügbar sind, dass es nur eine bestimmte maximale Anzahl an Prozessinstanzen dafür geben darf, ob diese Dienste über UDP oder TCP zugreifbar sind und so weiter und so weiter. Auch da gibt es reichlich Konfigurationsdetails, die Sie der entsprechenden Manpage bitte nehmen können. So. Kommen wir auf einen interessanteren Punkt. Kommen wir auf den Punkt zurück. Wie gehen wir mit der Frage um, ob wir im Server uns etwas merken über ankommende Anfragen und ob wir diese Information teilen müssen mit möglicherweise späteren Anfragen mit möglicherweise anderen Instanzen. Ja, das war die kurze Randbemerkung über Prozesse versus Threads. Das ging bereits in diese Richtung. Anders formuliert, wir müssen uns unterhalten über die Frage, ob wir einen sogenannten zustandsbehafteten oder einen zustandslosen Serverentwurf machen. Das bedeutet Folgendes. Wenn Ihre einzelnen Anfragen unabhängig voneinander sind, in keinem Bezug zueinander stehen und jede für sich abgearbeitet werden kann, dann müssen Sie sich in Ihrem Server nichts über diese Anfragen merken. Sie müssen sich keinen Zustand anlegen und diesen Zustand nicht in irgendeiner Form pflegen. Sie haben einen sogenannten zustandslosen Server. Das heißt, Sie können jede Anfrage für sich isoliert behandeln. Das heißt, weil typischerweise ja doch Anfragen in irgendeinem Bezug zueinander stehen. Sie müssen alle diese Informationen, die sich der Server ja nicht mehr merkt, er ist zustandslos, er hat keine Informationen gespeichert, alle Informationen, die irgendwie dazu führen, dass Anfragen zueinander in Bezug stehen, die müssen Sie in die Anfrage packen. Die müssen Sie als Request im Request mitschicken. Und dann kann sich der Server das alles anschauen, die ganze Information damit analysieren und dann damit irgendetwas Sinnvolles tun. Im anderen Fall, wenn Sie sagen, naja, der Server kann sich durchaus etwas merken, dann merken Sie sich zweierlei. Dann merken Sie sich jeden Zustand, den Sie sich aufbewahren müssen.
zum Beispiel Anwendungszustand. Ein typisches Beispiel wäre vielleicht, ein Einkaufskorb in einer Webshop-Applikation. Nehmen wir um des Argumentes willen hier einmal an, dass Sie sich den Zustand des Einkaufswagens im Server merken. Das tun Sie typischerweise eher nicht, aber nehmen wir es hier mal an, dass Sie sich den Zustand auf dem Server merken. Das führt dazu, dass Sie sich einerseits natürlich diesen Zustand merken müssen. Es ist zwei Paar Socken und eine Jacke im Einkaufskorb. Aber Sie müssen sich noch zusätzlich merken, welcher dieser Einkaufskörbe jetzt zu welchem Klienten gehört. Sie müssen noch die Assoziation zwischen Klient und diesem Einkaufskorb und jenem Klient und dem anderen Einkaufskorb herstellen. Diese Assoziation müssen Sie herstellen. Und Sie müssen irgendwie dafür sorgen, Sie müssen qua Vereinbarung mit Ihrem Klienten klar machen, dass es eindeutig in Bezug steht, welcher Klient welchen Zustand anspricht. Und gegebenenfalls, wenn Sie vor Angreifern Angst haben, müssen Sie noch dafür sorgen, dass es einem anderen Klienten nicht möglich ist, auf den Zustand eines dritten Klienten zuzugreifen. Also, eine Anfrage muss in diesem Fall identifizieren, genügend Informationen beinhalten, um dem Server klarzumachen, ich beziehe mich auf diese Folge von Anfragen und damit auf dieses Stück Zustand. Das kann groß oder klein sein, das ist typischerweise allerdings doch meist kleiner, je nach Anwendungsfall, als eine komplett in einem zustandslosen Anfrage mit zu übertragende Information. Aber das hier, dieser Trade-off hier zwischen der Größe dieser beiden Informationen, der ist extrem abhängig von Ihrer konkreten Anwendung. Das ist praktisch nicht zu verallgemeinern. Das müssen Sie sich im Einzelfall anschauen. Die spannende Diskussion zwischen Stateful und Stateless ist eigentlich eher nebst Größe, Overhead, Leistungsfähigkeit, ist die der Fehlertoleranz. Was passiert, wenn Ihnen ein Stateless-Server ausfällt? Und was passiert, wenn Ihnen ein Stateful-Server ausfällt und Sie den Prozess oder vielleicht auf der gleichen oder einer anderen Maschine neu starten müssen oder auch können? Einen Stateless-Server neu zu starten ist nahezu trivial. Er hat keinen Zustand, Sie ziehen eine neue Instanz dieses Prozesses hoch. Und wenn Sie auf eine andere Maschine gehen, müssen Sie auch dafür sorgen, dass Sie die Anfragen jetzt auf diese richtige neue Maschine, auf die richtige neue IP-Adresse transportieren. Aber das ist eine andere Diskussion. Für den Prozess selbst ist das eine triviale Aufgabe. Er muss sich gar nichts tun. Ein Stateful-Server ist erheblich komplizierter. Wo haben Sie denn den Zustand abgelegt, den Ihr Stateful-Server hier betrachten muss? In aller Regel zunächst mal wird das Zustand sein, der im Arbeitsspeicher, im Working Memory Ihres Serverprozesses steht. Den werden Sie in aller Regel verlieren. Diesen Zustand werden Sie in aller Regel verlieren, wenn Ihr Serverprozess abstürzt, Ihre Maschine abstürzt, etc. etc. Gut, Sie sind ein vorsichtiger Programmierer, Sie machen das nicht im Arbeitsspeicher, sondern Sie persistieren diese Information, indem Sie sie immer stets auf Platte schreiben. Können Sie machen. Was bedeutet das für die Leistungsfähigkeit? Wenn Sie alle Informationen immer auf Platte schreiben, bevor Sie eine Antwort schicken, das dauert. Das ist langsam. Jetzt müssen Sie sich noch genau überlegen, was das mit Disk-Cache zu tun hat. Wann können Sie sicher sein, dass es wirklich auf Platte geschrieben ist und nicht nur im Disk-Cache Ihres Betriebssystems liegt? Das macht es auch nicht schneller. Und was ist eigentlich Ihr Fehlermodell? Von welchen Fehlverhalten gehen Sie eigentlich aus? Haben Sie Sorge, dass Ihr Serverprozess einen Fehler hat, neu startet und auf der gleichen Maschine wieder auf diese Datei schauen kann und sie sich neu einlesen kann? Das kann funktionieren, das ist plausibel. Aber wenn Ihr Fehlermodell ist, dass Ihre Servermaschine abstürzt und Sie diesen Prozess, den Sie eben auf Maschine X hatten, jetzt auf Maschine Y neu starten sollen, dann nützt es Ihnen gar nichts, dass Sie einen persistenten Zustand auf Maschine X in eine Datei geschrieben haben. Dann schreiben Sie halt nicht auf Maschine X in eine Datei, dann schreiben Sie woanders auf eine Datei, in einen File-Server, auf Maschine Y. Wie machen Sie das? Wie viele Kopien brauchen Sie davon, um sich gegen welche Art von Fehler zu schützen? Sie merken, ein zustandsbehafteter Server ist erheblich komplexer und erheblich aufwendiger als ein zustandsloser Server. Andererseits ist es möglicherweise der richtige Entwurf. Die Frage der korrekten, sinnvollen, effizienten und semantisch richtigen redundanten Speicherung solchen Zustandes wird uns ungefähr die Hälfte der restlichen Vorlesung beschäftigen. Das ist das Kernproblem
der verteilten Systeme. Hier dafür zu sorgen, dass wir hier keinen Unsinn betreiben, wenn wir Zustand redundant so ablegen wollen, dass wir auch Neustart, Ausfall und so weiter von Teilsystemen vernünftig in den Griff behalten können. Von daher, wie immer, ich muss Sie noch ein bisschen vertrösten. Es kommt alles noch. Okay, schauen wir uns noch zwei Beispiele an. Schauen wir uns noch an, was passiert, wenn wir Zustand transportieren wollen. Eine einfache Art und Weise, ganz alt, um Zustand zwischen Clients und Server zu transportieren, gibt es im HTTP-Kontext die sogenannten Cookies. Cookies ist letztlich Information, die Ihnen ein Server an einen Klienten zurückschickt, mit der Aufforderung, lieber Client, wenn du nochmal mit mir reden möchtest, dann schick mir diesen Cookie mit. In dem Cookie steht genügend Information, die ich brauche, um deine folgenden Anfragen weiter zu bearbeiten. Ich merke mir gar nichts. Ich als Server merke mir gar nichts. Es ist deine Verantwortung, mir diese Cookies wieder zu schicken, um sinnvoll weiterarbeiten zu können. Das ist eigentlich eine nette Idee. Das ist auch unter ganz vielen Aspekten plausibel. Aber Sie alle wissen, welcher Schindluder mit Cookies getrieben wurde, um Kunden zu verfolgen, um Profile anzulegen, um Werbung zu betreiben, etc. etc. So dass Cookies inzwischen ja eigentlich eher ein Schimpfwort geworden ist. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an, das Beispiel eines File-Servers. Sie haben eine Maschine, die Plattenplatz zur Verfügung hat, die den Dienst anbietet, Dateien abzulegen. Hier können Sie beides tun. Sie können einen Stateful oder einen Stateless-Server machen. Na, jetzt sagen Sie, das ist ja albern. Natürlich ist ein File-Server Stateful. Der soll ja Dateien speichern, das ist der Zustand. Natürlich. Natürlich ist der Inhalt der Datei Zustand, den ein File-Server speichern soll. Das ist aber nicht der Zustand, den ich meine. Der Zustand, den ich meine, ist, welcher Klient greift auf welche Datei zu und ist an welcher Stelle. Denken Sie an die typischen Datei-APIs. Typische Datei-APIs, Sie öffnen eine Datei und Sie lesen sie vielleicht sequenziell durch. Sie lesen die ersten 100 Bytes, die zweiten 100 Bytes, die dritten 100 Bytes. Wie sieht die Schnittstelle aus, die Sie in einem normalen sequentiellen Dateizugriff haben? Sie machen Leseoperationen. Lies die nächsten 100 Bytes. Das heißt, Ihre normale, lokale, nicht auf Server bezogene Dateischnittstelle gibt Ihnen die implizite Information, die nächsten, also ich habe bis hierhin gelesen und kann jetzt die nächsten 100 weiterlesen. Das ist Zustand. Das ist die Zustandsinformation, Client X ist bezogen auf Datei Y an Position 2817 angelangt und wenn er die nächsten 100 Bytes liest, dann ist es auf dieser Stelle. Merken Sie sich diese Information als Stateful Server? Oder sagen Sie, nein, ich bin stateless, ich gehe davon aus, dass ein Client, der weiterlesen möchte, mir exakt mitteilen muss, ab welcher Position er das tut. Das ist die typische Unterscheidung zwischen einem stateful und einem stateless Serverentwurf für verteilte Dateisysteme. Und so ist die Zeit erlaubt, werden wir uns noch später über das Network File System, NFS, unterhalten, das genau diese Idee eines Stateless Servers hat, sodass wir hier die Schnittstelle ändern. Ja, lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Wir haben gerade die Schnittstelle geändert. Wir haben im lokalen Fall gesagt, ich kann die nächsten 100 Bytes lesen. Das kann ich im verteilten Fall nicht mehr. Es macht keinen Sinn mehr, von den nächsten zu reden, wenn ich mitteilen muss, die nächsten ab wo. Klingt trivial, klingt banal. Natürlich können Sie sich als Client das jetzt selber merken und sagen, okay, ich habe mir gemerkt, dass ich bis 3200 gelesen habe und dann schicke ich halt die 3200 nochmal mit. Aber es ändert die Schnittstelle. Es ist eine Verletzung eines Transparenzgedankens. Auf einmal muss der Client sich darüber im Klaren sein, dass er nicht auf eine lokale Datei, sondern auf eine entfernte Datei zugreift. Eigentlich ist das nicht so schön. Eigentlich wäre es netter, wenn man sagen könnte, es ist die Tatsache, dass es ein entferntes versus ein lokales, dass es ein Remote, ein Server ist versus mein lokales, vergleichbares Objekt, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will diesen Unterschied nicht sehen. Das ist die sogenannte Lokations- oder die Lokations- und die Access-Transparenz, aber alles das hat einen gewissen Preis. Hier ist die Entwurfsentscheidung in diesem Fallsystem gewesen, zu sagen, nein, ich bin nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. So, machen wir noch ein drittes Beispiel dazu. Das klingt jetzt vielleicht ein kleines bisschen albern.
Denken Sie an sowas wie ein Remote Editing wie Google Docs oder etwas, das Sie in Skibo machen können. Ne? Sie haben eine Datei irgendwo auf einem Server liegen und Sie bieten jetzt den Dienst an, diese Datei zu editieren, im Sinne eines Webinterfaces zum Beispiel. Lassen Sie sich mal auf der Zunge zergehen, was es bedeutet, einen stateless Server dafür zu bauen. Der Server merkt sich nichts. Der Client merkt sich den gesamten Text. Okay? Das heißt, im strengen Sinne würde das bedeuten, wenn Sie jetzt einen Buchstaben A einfügen, was müssen Sie machen? Sie müssen dem stateless Server den gesamten Text schicken, das Kommando, füge Buchstabe A an Position so 35 ein und Sie erwarten als Antwort den neuen Text. Und das ist natürlich albern. Das ist natürlich völlig albern, aber letztlich würde es auf sowas hinauslaufen, wenn Sie so etwas stateless entwerfen würden. Von den Komplikationen mit mehreren Clients, die gleichzeitig den gleichen Text bearbeiten, mal noch ganz abgesehen. Gut, eine typische Diskussion in der Vorlesung wäre jetzt, sich zu überlegen, was passiert denn jetzt wirklich mit etwas wie einer Warenkorb-Anwendung, einem Webshop mit einem Warenkorb. Machen Sie den stateful, machen Sie den stateless? Welchen Zustand halten Sie, wo halten Sie den? Das ist, glaube ich, hier auch ein guter Punkt, an dem Sie das Video einmal pausieren können und sich zumindest darüber Gedanken machen oder vielleicht eine kleine Recherche machen, wie typische Webshop-Anwendungen Zustand lokal oder verteilt auf Server oder Client halten. Gut, ich möchte jetzt hier allerdings weitermachen mit der Frage, wie finden wir eigentlich einen Server? Das ist ja gar nicht so klar. Typisches Beispiel, ein Webserver. Woher wissen Sie eigentlich, mit welchem Webserver Sie jetzt reden sollen? Sie haben irgendwie eine Option, Sie haben das Wissen, dass Sie mit dem Webserver Uni Paderborn reden wollen. Aber was heißt das denn? Wo ist das? Wenn Sie dem Internet Uni Paderborn geben wollen als Zieladresse, dann wird das nicht funktionieren. Das Internet ist ein IP-basiertes Netzwerk. Das heißt, Sie müssen eine IP-Adresse beschaffen. Was haben Sie denn für Optionen? Naja, Sie können die Kombination von IP-Adresse Ihres Servers plus die Portnummer. Sie erinnern sich, auf der Servermaschine brauchen wir den Port, um zwischen verschiedenen Diensten zu disambiguieren, zu demultiplexen. Das können Sie hart kodieren. Das ist für die Portnummer vielleicht gerade so noch okay, wenn Sie sagen, okay, HTTP ist ein populärer Dienst, der eine klar zugewiesene Portnummer bekommt. Deswegen muss ich sie vielleicht auch gar nicht hinschreiben. Aber eine IP-Adresse hart zu kodieren und zu erwarten, dass der Client eine hart kodierte IP-Adresse benutzt, das ist keine gute Idee. Das ist weder einem Menschen zuzumuten, noch ist das sinnvoll, wenn Sie nur Programme miteinander reden lassen wollen. IP-Adressen können sich ändern. Also Sie müssen die fest kodierte IP-Adresse durch einen Namen ersetzen. Und ein Name wäre zum Beispiel www.unipaderborn.de. Der Punkt dabei ist, dass Sie jetzt hier von Name zu IP einen Übersetzungsschritt machen können und auch machen müssen, nämlich eine sogenannte Name Resolution. Sie lösen den Namen hier, www.unipaderborn, auf, Name Resolution, Name Resolver, lösen ihn auf und produzieren daraus eine sogenannte IP-Adresse. 139. Punkt irgendwas, Punkt irgendwas, Punkt irgendwas. Für das Inbezugsetzen dieser Namen ist das sogenannte Domain Name System, DNS, das typische System. Auch darüber werden wir ziemlich gegen Ende der Vorlesung nochmal mehr im Detail reden. Hier haben wir tatsächlich nur, brauchen wir nur mal die Überlegung, dass Sie das hier als Übersetzungsschritt haben. Was ist der Vorteil dabei, wenn Sie diesen Übersetzungsschritt explizit einführen? Der Vorteil ist, Sie können einen semantischen Namen, www.unipaderborn.de, benutzen und diese Übersetzung auf verschiedene IP-Adressen zeigen lassen, abbilden lassen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, in unterschiedlichen Lastsituationen, wie auch immer, sodass Sie hier Flexibilität bekommen. Das ist ja auch die generelle Idee des Informatikers. Ein Informatiker löst jedes Problem durch einen zusätzlichen Direktionsschritt. Das ist genau das, was wir hier tun. So, den Dienstnamen, das hatte ich eben schon die Anekdote erzählt, Dienstnamen haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben Dienstnamen implizit durch so etwas wie das benutzte Protokoll und die Portnummer. Wenn wir kein IP-basiertes System haben, haben wir keine vernünftige Struktur für die
Identifikation für die Benennung eines entsprechenden Dienstes. Das ist eine der großen Schwächen unserer Netzwerkarchitektur. So, noch ein paar Worte zur Namensauflösung. Lassen Sie mich auch dazu eine kleine Skizze machen, um das vielleicht klarer zu machen, was ich damit meine. Ich möchte auf folgende Überlegung hinaus. Was ist eigentlich ein Name und was ist eigentlich eine Adresse? Stellen Sie sich URLs vor. URLs würde man sicherlich als einen Namen auffassen. www.upb.de, www.tagesschau.de. Ich behaupte, das sind Namen. Was ist ein Name? Ein Name ist eigentlich ein Identifikator, ist eine Folge von Zeichen, die vielleicht gewisse Eigenschaften hat wie Eindeutigkeit, aber die das nicht unbedingt haben muss. Aber nehmen wir mal an, dass das so ist. Ich möchte die in Bezug setzen zu übersetzen in IP. Und jetzt halte ich hier die Luft an und sage noch nicht, was ich damit meine, zu IP-Artefakten. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, wie auch immer dieses Ding heißen mag. Sie erwarten jetzt natürlich, dass ich hier IP-Adresse sage. Das möchte ich im Moment noch nicht tun. Warum? Was ist denn der Unterschied zwischen Namen im URL-Kontext und Namen hier im IP und Artefakten, Identifikatoren im IP-Kontext? Ich behaupte, der Unterschied ist eigentlich gar keiner. Beides sind Elemente einer Menge. Hier URLs mit einer bestimmten Struktur, hier 32-Bit-Identifikatoren mit bestimmten Einschränkungen, welche ich benutzen darf und welche ich nicht benutzen darf. Beides sind eigentlich Namen. Das ist diesem 32-Bit-Wert 1.2.3.4 eigentlich völlig egal, zu welcher URL in Bezug gesetzt wird. Aber wir müssen dieses In-Bezug-Setzen machen. Was bedeutet das? Ich muss irgendwo ausdrücken können, dass diese beiden Namen zueinander in Bezug stehen. Das ist ein sogenanntes Bind, ein Binding, eine Bindung herstellen oder auch ein Registrieren, ein Register. Beides sind übliche Begriffe dafür. Und was ist jetzt passiert? Jetzt habe ich zwei Elemente aus unterschiedlichen Namensräumen, nämlich aus der Menge aller URLs und aus der Menge aller IP-Dinge zueinander in Bezug gesetzt, aller IP-Namen zueinander in Bezug gesetzt. Und jetzt ist etwas passiert, wo man auch von Adresse sprechen kann. Jetzt kann ich sagen, 1, 2, 3, 4 ist die Adresse. Jetzt habe ich den Adressbegriff von www.upb.de. Ich habe einen Namen zu einem anderen Namen aus einem anderen Namensraum in Bezug gesetzt und damit ist es eine Adresse geworden. Andere Analogie. Mein Name ist Holger Karl. Das ist ein Identifikator aus der Menge aller menschlichen Namen. Der ist nicht mal eindeutig. Ich habe Namensvetter. Es gibt Leute, die genauso heißen wie ich. Ist das schlimm? Nein. In einem gewissen Kontext ist der Name eindeutig und das ist oft eine nützliche Eigenschaft, aber gar nicht unbedingt notwendig. Mein Büro ist die, ich muss selber gucken, O3158. O3158 ist ein Name. Ist der Name eines Raumes an der Universität Paderborn. Hat dieser Name, dieses Raumes, irgendetwas mit mir zu tun? Eigentlich nicht. Es ist in dem Moment, als ich hier von der Raumverwaltung hier hingesetzt wurde, ist der Name O3158 dieses Raumes zu meiner Adresse geworden. Es hat eine Bindung stattgefunden des Namens Holger Karl, Kontext Uni Paderborn. Holger Karl ist gebunden worden an den Raum O3158. Und damit ist O3158 meine Adresse, die Adresse des Namens Holger Karl im Namensraum der Bürogebäude der Universität Paderborn. Es ist nicht meine, O3158 ist nicht die Adresse des Raumes. Eine Adresse ist immer etwas, das zwei Namensräume miteinander in Bezug setzt. Innerhalb eines Namensraumes
ist es nicht plausibel, von Adressbegriffen zu sprechen. Sie haben eigentlich immer nur den Begriff des Namens innerhalb gleichartiger Dinge. Eine übliche Konfusion, eine übliche Verwirrung entsteht, wenn man jetzt sagt, naja, aber eine Adresse, die hat doch Informationen darüber, wie ich da hinkomme. Wenn Sie sich angucken, die Adresse des Gebäudes, Polweg 56 in Paderborn, in Ostwestfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten Erde, Dritter von der Sonne und so weiter und so weiter. Da ist Struktur drin, wie ich das finde. Ja, ja, aber das ist eher eine drollige Eigenschaft dieses spezifischen Namensraums. Das ist nicht unbedingt notwendigerweise so. Mein Name Holger Karl hat ja Struktur. Wie Sie den Namen Holger Karl unter der Menge aller Menschen finden? Nein, hat er nicht. Ist trotzdem ein legitimer Name. So, das heißt, wir haben, um hier nochmal drauf zurückzukommen, wir haben einmal den Punkt der Bindung von zwei Namen zueinander und wir haben als anderen Aspekt das Nachschlagen, das Lookup. Für einen mich interessierenden Namen in einem Namensraum möchte ich gerne einen Namen aus einem anderen Namensraum kennenlernen, erfahren, in Erfahrung bringen, identifizieren. Das ist das Nachschlagen, das ist das Lookup. Also, Sie fragen ein System, gib mir doch bitte mal einen IP-Namen für den URL-Namen www.upb.de. Dieses System wäre jetzt typischerweise DNS. So, kommen wir zu den Folien zurück. Kommen wir zu den Folien zurück hier. Also, wir müssen hier Namen, unterschiedliche Namensräume zueinander in Bezug setzen. Die zwei wesentlichen Operationen, die Sie brauchen, ist das Binden, registrieren, wie auch immer, das Bezugsetzen von einem Namen aus einem Namensraum zu einem anderen Namen, in einem anderen Namensraum und das Nachschlagen. Typische Systeme, die wir benutzen, ist DNS für URLs und andere Dinge. Wir werden uns noch über Peer-to-Peer-Systeme als eine anders funktionierende, anders strukturierte Art des Nachschlagens von Namens unterhalten, des Bindens und Lookups unterhalten. Ja, die Mechanismen dazu sind Legion. Das kann vom einfachen Broadcasting gehen, wenn Sie das zum Beispiel rein lokal machen. Typisches Beispiel wäre ARP. Wenn Sie wieder an Ihre IP, an Ihre Rechnernetzvorlesung oder an die SSSP denken. Sie haben vielleicht tief unten in Ihrem ISO-OSI-Protokoll-Stack die Notwendigkeit, eine IP-Adresse zu einer Ethernet-Adresse in Bezug zu setzen. Das hat den Charme, dass Sie zusätzliche Kontextinformationen besitzen, nämlich Ethernet-Adressen haben nur lokale Gültigkeit. Das heißt, Sie brauchen nicht sich die Sorge zu machen, dass es sehr, sehr viele davon gibt, sehr, sehr viele Adressen, die lokal hier relevant sind. Das heißt, Sie können sich auf einfache Dinge wie Broadcasting zurückziehen. Und Sie haben hier nicht mal einen expliziten Registrierungsschritt, der ist nur implizit passiert. Oder Sie haben über DNS, Peer-to-Peer-Systeme etc. explizite Verzeichnisse. Die expliziten Verzeichnisse, das ist immer einfach zu sehen, nicht? Sie fragen das DNS, Sie sagen dem DNS zu dieser IP jenen Namen binden, schaue nach, Sie haben explizite Interaktionen, das ist leicht zu sehen. Aber auch diese impliziten Mechanismen, wie etwa ein ARP-artiges Broadcasting, sind eine Namensauflösung. So, lassen Sie uns diese kleine Klammer hier wieder zumachen. Das war vielleicht ein klein wenig abgeschweift, aber das Auflösen von Namen wird immer wieder nötig sein und ist immer wieder ein wesentlicher Punkt in solchen Systemen. Im Kontext Load Balancing kommen wir dazu nochmal drauf zurück. So, kleines Zwischenfazit. Client-Server-Systeme. Was ist denn dazu festzuhalten? Naja, es ist eigentlich relativ simpel. Es ist einfach zunächst mal eine relativ simple Architektur. Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind auch relativ klar. Das Programmierparadigma ist eigentlich auch relativ klar. Die Analogie zwischen dem Benutzen eines Dienstes und dem Aufrufen einer Funktion, das ist schon semantisch gesehen recht ähnlich. Sie sagen Bescheid, dass Sie irgendetwas brauchen und Sie bekommen ein Ergebnis. Sei es ein Funktionsergebnis, sei es von einem Server ein entsprechender Reply. Semantisch ist das schon recht ähnlich. Syntaktisch ist das noch verworren und verborgen. Das sieht man einem Client-Server-System noch nicht an, dass es am Funktionsaufruf nicht so unähnlich ist. Das kriegen wir noch schöner hin im Kapitel über RPCs, aber eigentlich die Idee ist schon mal da. Die Kontrolle darüber ist relativ simpel. Sie haben konzeptionell zumindest keine großen Schwierigkeiten, Dienste einzuschränken auf bestimmte Teilnehmer und so weiter. Das ist alles relativ simpel.
Nachteile: Sie haben möglicherweise Schwierigkeiten durch Performance-Bottlenecks. Wenn Ihnen ein Server zu langsam wird, kann das möglicherweise unangenehm sein. Der Server kann auch weit weg sein. Denken Sie an Latenz, nicht an Durchsatz, sondern an Latenz. Es braucht eine lange Zeit, die Anfrage von hier nach Grönland zu transportieren oder an die Antarktis zu transportieren, um dort eine Anfrage zu bearbeiten und zurückzuschicken. Ja, und wir haben, und das ist vielleicht das Ärgerlichste dieser Probleme noch, der Ausfall eines einzelnen Servers macht den Service, macht die Dienstleistung nicht zugreifbar, lässt sie ebenfalls ausfallen. Wir haben einen Single Point of Failure. Ein einzelnes Gerät kann ausfallen und sorgt dafür, dass wir den Dienst nicht mehr in Anspruch finden können. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir einen Server finden. Wir brauchen eigentlich eine Zusatzstruktur, also Namensauflösung, sowas wie DNS oder ähnliches. Und naja, Nicht-Server werde ich vielleicht gar nicht sinnvoll auslasten, zum Beispiel Plattenplatz. Das machen wir vielleicht in einem Peer-to-Peer-System dann vielleicht ein bisschen schöner. Aber als Zwischenfazit festzuhalten, Client-Server-Systeme, relativ simpel, für viele Zwecke tun die eigentlich schon das, was sie sollen. Soweit, so gut. Wir müssen uns in diesem Kapitel jetzt gleich noch über Details des Request-Reply-Protokolls unterhalten. Auch da sind noch ein paar subtile Details, die wir besprechen müssen. Aber für dieses Video soll es zunächst mal genug sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.